Die Berufswahl ist ein wesentlicher Faktor, um die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Darauf machen die SPÖ-Frauen in ihrer Aktion rund um den Equal Pay Day unter dem Motto Lohnschere einschmelzen aufmerksam. Im heurigen Jahr beschäftigen wir uns vor allem mit der Berufswahl der Frauen und vor allem damit, dass wir sagen, wir wollen ein Zeichen bei der Lohnschere einschmelzen setzen. Die Bezahlung klafft ja weit auseinander zu vielen Männern bei gleicher Tätigkeit. Das heißt, hier müsste noch viel mehr aufgeholt werden. Genau, und wenn man jetzt diesen Equal Pay Day als SPÖ-Frauen begehen und eine Aktion starten, dann muss man sagen, dass man in Niederösterreich ab den 8. Oktober bis zu Weihnachten, bis zum Jahresende, das sind 85 Tage, die Frauen gratis arbeiten, während die Männer für die gleiche Arbeit noch immer den Lohn bekommen. Würde man das prozentuell umlegen, kann man sagen, dass die Frauen 23,1% weniger verdienen im Jahr als die Männer. Und wenn man die Lohnschere, die sich vom Vorjahr zu heuer um 0,51% in Niederösterreich nur geschlossen hat, wenn man da weiter nachdenkt, muss man sagen, dass man die nächsten 50 Jahre dieses Ziel nicht erreichen wird, wo Frauen für dieselbe Arbeit denselben Lohn bekommen. Die Themen sind immer wieder dieselben. Es müssen die Mädchen oder die jungen Frauen die Unterstützung vom Elternhaus haben, von der Gesellschaft haben. Geschlechterrollen gehören aufgebrochen, Mädchen gehören ermutigt, auch in technische, in andere Berufe zu gehen, als immer nur diese klischeehaften, wenn ich so sagen darf, typischen Friseur-, Büro- und Verkäuferinnen-Jobs, die im Übrigen auch nicht besonders gut bezahlt sind. Woran glauben Sie, liegt es, dass die Frauen so wenig in technische Berufe einsteigen, obwohl sie oder manche davon sehr, sehr gut geeignet wären? Eine gewachsene Tradition in einer relativ konservativen Gesellschaft, wo das zum Teil auch noch gefördert wird von Gesellschaft oder Elternhaus, was sehr schade ist, denn wenn sich die Mädchen und jungen Frauen entscheiden, in einen technischen Beruf zu gehen, sind sie in der Regel sehr erfolgreich. Ich habe eine Hand für Metall. Ich habe Werkstücke mitgebracht, was wir jetzt in der Schule gemacht haben. Wir haben mit Aluminium angefangen zu arbeiten, damit man das Gefühl kriegt für Maschinen, was ich ja schon 30 Jahre in der Firma tue. Wie sind Sie überhaupt in die Metallverarbeitung gekommen? Mein Jugendtraum war nämlich gewesen Mechanikerin. Und jetzt bin ich schon über 35 Jahre im Berufsleben und da war das noch nicht so. Und da hat es bei uns in der Nähe, wo ich daheim bin, eine Firma gegeben, die hat die Firma Forster, und die hat nur also Schlossarbeit gemacht. Und die haben Leute gesucht und haben mich dann auch genommen. Und ich bin seit den, also jetzt 35 Jahre bei der Firma, und ich habe jetzt den Schritt gewagt, die Facharbeit danach zu machen. Ich kann nur sagen und hoffen, dass viele junge Menschen oder Frauen, was jetzt das sehen, auch ältere in meinem Alter, dass den Schritt machen und nur mal einen Berufsweg einschlagen, dass sie einen Abschluss haben. Der ist so wichtig heutzutage schon in unserer Gesellschaft. Das ist um und auf.